Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scrap Mechanic mit euer Xarok in Scrap, not Crap. Dieses wunderschöne Ding, ja, ist vielleicht jetzt nicht schön, aber sehr, sehr aufwendig gebaut worden, wenn man sich das mal anschaut. Das ist wirklich übel. Und zwar haben wir hier die Nationalhymne der USSR, oder? Oder irgendwie sowas. Und, das sieht aus, als würde das etwas länger gehen. Aber wir hören uns das jetzt einfach mal an. Musik, stopp und Play. Das ist das hier wahrscheinlich zum Stoppen, oder? Ich weiß nicht, wie man es anhält. Was ist eigentlich, wenn ich noch ein Signal losschicke? Ja, kann nicht funktionieren, ne? Aber was ist der Knopf da? Was macht der? Ist ganz da oben. Ah, der ist bestimmt dazu, um das zu stoppen. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber schon krass, oder? Das muss man sich über reinziehen. Das muss ja richtig schwer sein. Die Melodie ist auch gar nicht mehr so schlecht. Was ich richtig wundere, aber da muss man, glaube ich, auch schon eine Affinität dazu haben, sowas zu machen. Und zwar, dass ab und zu zwei gespielt haben. Meistens entweder nebeneinander oder zwei Oktaven, oder auch, ich weiß nicht, wie man es nennt, also von hier nach da oder von da nach da oder mehr. Und das klingt dann ziemlich cool, ne? Wenn da so zwei verschiedene Töne zu erklingen scheinen. Und das war echt cool. Was ein bisschen schade ist, die Pausen, die sind manchmal ein bisschen sehr hart, ne? Da ist so, und dann ist es weg. Das ist ein bisschen schade, aber das ist, glaube ich, gar nicht anders da hier wirklich groß machbar. Wir haben sowieso hier dieses Problem, dass zum Beispiel, wenn man Sirenen bauen möchte, so, dass die Sirenen sich aufbauen. So. Das können wir hier nicht machen. Das ist eigentlich voll schade, dass das nicht richtig funktioniert. Aber trotz alledem, was wir länger drücken kann man gar nicht, gell? Man kann jetzt hier, genau, der schickt nur einfach ein kleines Signal durch.
Ja, also wirklich echt krass. Wow. Wir haben ja auch schon mal so Melodien gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt so schnell finde, aber das ist nicht mal ansatzweise so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Warte, Xmas. Hier, Music Happy Xmas Box, genau. Ah ne, das ist, glaube ich, aber nicht die fertige Melodie. Hier, da hatte ich mal hier Wish You Merry Christmas gemacht. Ah, hier Jingle Bells, genau, da sind sie doch. Und hier habe ich nochmal Wish. Genau, und dann haben ja andere Leute auch was eingeschickt. Das fand ich voll cool. So, mal ganz kurz. Es ist nämlich wirklich. Es ist wirklich nicht einfach. So, warte. Was war mein Dings hier? Da haben wir hier die Töne. Noch hinten durchgehen. Ah ne, die Sensoren habe ich hier gar nicht drin. Okay. So, wenn man hier drauf drückt. Ich hab zu lang gedrückt. Warte mal. Ich habe zu lang gedrückt. Warte. So, nochmal. Wieder zu lang. Egal. Passt jetzt nicht so ganz, aber ist ganz, ganz süß geworden. Und hier, warte mal, das war die leere Box, oder? Ah, hier. So, warte mal, war Happy, was war denn das für eins? Ah, da war noch gar nichts drauf. Okay. Wo ich gar nicht. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Jingle Bells, das ist ganz gut geworden, weil das nämlich auch relativ kurze Töne hat, das Lied. Das ist uralt. Boah, wann habe ich das gebaut? Das muss so. Wann wird denn das gewesen sein? Das muss eine der ersten Folgen gewesen sein. Also nicht die ersten, sondern ich glaube, das erste Weihnachten in Scrap Mechanic muss das gewesen sein. Also, keine Ahnung, 4, 5 Monate oder so habe ich das Scrap Mechanic gespielt und dann habe ich das hier schon gebastelt. Hey! Das waren krasse Zeiten. Und das Faszinierende ist, da gab es auch noch nicht die Möglichkeit, Lampen mit einem Pisten zu mit einem Logik-Gate zu verbinden. Da musste man Lichter, hat man immer aus so Logik-Gates gebaut oder mit Timern. Da ging das noch nicht. Also das war wirklich noch ganz, 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 ganz früher. Und das hier ist, glaube ich, dann die nächste Version gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich die zeitgleich gebaut habe oder ein Jahr später gebaut habe. Ich weiß es nicht mehr. Das ist gut geworden, genau. Ah, das war süß. Ach ja, sowas müsste man eigentlich wieder machen. Und das Problem ist, ich bin aber musikalisch gar überhaupt nicht veranlagt, ja. Also ich kann das eigentlich überhaupt nicht. Und ich bin einfach eigentlich ins Internet gegangen und habe mir die Melodie rausgesucht und habe dann ja hier sieht man ja hier, das ist C D E F G H und da muss man die einfach nur da rein verbinden. Das sind die Timer und da habe ich den Takt immer rein. Also wenn eine größere Pause ist, 400, 25, 25 oder 50, wenn der Ton etwas länger sein muss oder kurz, je nachdem. Und dann gehen die da hinein in diese Leisten hier, in diese Lautsprecher und boah,
Und die Noten habe ich mir aus dem Internet rausgesucht. Oh, jetzt habe ich drauf gedrückt. Entschuldige. Ah ne, ich war zu nah an dem Ding hier dran. Ja, und genau, aber so gut, das zu bauen, da käme ich überhaupt nicht hin. Also das ist schon wirklich extra klasse. So, ja, liebe Freunde, somit verabschiede ich mich heute von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und schöne Ferien. Ich glaube, jetzt haben alle Ferien, oder? Oder zumindest, ich glaube, irgendwie 11 oder 12 Bundesländer hat gesehen gemacht. Ja, Freunde, bis zum nächsten Morgen in einer neuen Folge von Scrap Mechanic. Bis denne!